Hallo und herzlich willkommen bei E-Tech mit Jan Jello. In diesem Tutorial geht es um die Elektrostatik, genauer um die elektrische Ladung und noch genauer um die sogenannte Elementarladung. Die Griechen haben recht früh eine Entdeckung gemacht. Wenn sie einen Bernstein mit einem Volto rieben, dann zog der Bernstein kleine Gegenstände an. Das erschien den Griechen ein wenig wie Magie, aber wie würden wir das heute erklären? Wir ordnen Gegenständen, die solche Kräfte entwickeln können, eine Eigenschaft zu. Diese Eigenschaft nennen wir Ladung. Es gibt zwei Sorten von Ladungen, positive und negative. Und es gibt zwei Teilchen, die genau diese Ladungen tragen. Das Proton, das eine positive Ladung trägt, und das Elektron, das eine negative Ladung trägt. Die Ladung des Elektrons ist genauso groß wie die des Protons, nur eben negativ. Man nennt diese Ladungsmenge auch Elementarladung und kennzeichnet sie mit einem kleinen e. Die Ladung eines Elektrons ist die kleinstmögliche Ladungsmenge, die es gibt. Es gibt nicht ein halbes Elektron mit der halben Ladung, denn es gibt keine halben Elektronen. Umgekehrt kann man nur ganze Vielfache dieser Ladungsmenge zusammenstellen. Ladung hat das Symbol Q und ist immer ein Vielfaches n einer Elementarladung klein e. Wie misst man denn die Ladungsmenge? Man könnte alle Protonen und Elektronen eines Gegenstandes zusammenzählen und die Differenz angeben. Das wäre dann die Nettoladung eines Gegenstands. Aber da die Alltagsgegenstände aus unzählig vielen Milliarden und Millionen Elektronen und Protonen aufgebaut sind, ist diese Aufzählung zu umständlich. Daher verwendet man eine Ladungsmenge als Orientierungsgröße. Diese Ladungseinheit heißt Coulomb. Sie hat die Abkürzung groß C und man bräuchte 6,24 mal 10 hoch 18 Elektronen, um die Ladung von einem Coulomb zu erreichen. Oder andersherum, jedes Elektron und jedes Proton hat nur einen winzigen kleinen Teil eines Coulombs. Ein Elektron hat eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Man kann sich einen Coulomb als einen kleinen Eimer voll mit Elektronen vorstellen. Zur besseren Vorstellung nenne ich jetzt einige typische Zahlen. Bei der Entladung einer Gewitterwolke fließt eine Ladung von etwa 10 Coulomb. Das ist eine enorme Menge. Noch dazu passiert es in einer sehr kurzen Zeit. Eine Person, die über einen Teppich läuft, lädt sich dagegen mit nur 10 hoch minus 8 Coulomb auf. So, ich hoffe, das Video hat euch etwas gebracht und bitte denkt dran, eine positive Bewertung oder Fragen oder Anregungen sind immer super Motivatoren, um weitere solche Videos zu erstellen. Dankeschön.